Willkommen zurück bei Let's Play Bully. Ja, wir machen weiter bei Unterricht. Ich weiß es gerade gar nicht. Eine Stunde geht Unterricht weiter. Das könnte ich dann eigentlich theoretisch auch wegmachen. Wo haben wir denn die Aufgabe? Da draußen, okay. Ich mach mal eben Wartezeit weg, bis gleich. So, in 5 Minuten müsste es klingeln. Ich lade auch währenddessen gerade was hoch und ja, wir gucken mal, wo wir jetzt Unterricht haben und wir haben oben Unterricht. Jetzt kommt's Englisch oder sowas. Das kommt. Nein, das sieht nach Mathe aus. Nein. Nach Musik! Naja, gut. Musik 4. Auf geht's. Everyone should be eating a full breakfast before class and getting at least 8 hours rest. Das sagt unsere Musiklehrerin? Okay. Mach dich bereit, los. Das überfordert mich. Das überfordert mich. What the fuck? Alter. Ich war nie gut in sowas wie Guitar Hero oder sowas in der Art. Und außerdem kenne ich das Lied nicht. Das erschwert das Ganze. Alter! Leute, ich bin überfordert. Und dann spielen die auch noch schief. Goddammit. Ja. Kratzt ihr erstmal hier schön. Axel oder so. Wunderbar. So, was? Direkt hier haben wir eine Aufgabe. Starte für Sie, Mrs. Phillips. Okay. Wenn das gerade hier schon so rumsteht. Jimmy, you've interrupted me. Oh, sorry. Don't worry about it. Can I see? Sure. Take a look. I think I have finally caught the essence of what it means to be a banana. Yeah. I really feel my work is moving forward. Here's the thing. Art is lost on me. I've always been more into music. You know, having thoughts for another really makes your work glow. How do you mean? When people do things, incredible things, when people blossom and grow, that really moves me. You know what I mean? Not really. I am in love, Jimmy. And I want to make tonight very special. Would you mind going to collect a few things while I work my muse out? A dress, some perfume, my pearl necklace from the jeweler's. Not too much. I must look my best tonight. Tonight? Wow. Of course. Is this legal? Of course it's legal. Whatever can you mean? Now go on, my dear. Hurry! Was hat der Typ da zu bedeuten? Und wir haben Zeitdruck. Und wir müssen dahin. Roller holen. Oder? Nein, ohne Roller. Ja, vergiss dich! Auf geht's, wir haben nicht allzu viel Zeit. Wir besorgen erst links, dann rechts. Damit die Polizei sich verfolgt, werde ich jetzt nicht mit dem Roller fahren. Ich hätte vielleicht mit dem Fahrrad fahren sollen. Ach, egal, jetzt ist es auch zu spät.
Ich weiß nur nicht, was dieser komische Typ da im Anzug zu bedeuten hatte. Also es war ja irgendwie, ich glaube, es war ein Grease. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. So, auf geht's. Hier müsste irgendwo der erste Laden gleich sein. Da ist er auch schon. Und rein da. Waffe. Einfach mal geklaut. Scheiß drauf. Da ist der Ausgang. Hopfer. Ich hab immer noch diesen... Aha, da kommen auch schon die ersten Gegner. Also haben die anscheinend was dagegen, ich weiß es ja nicht. Und weiter geht's. Im Schutz der Gesellschaft. Ja, komm. Oh, eine kaputte Straße. So, wie komme ich jetzt am schnellsten dahin? Na, besten irgendwie den Weg wieder zurück. Wie konnte ich nochmal nach hinten gucken? Irgendwie konnte ich nach hinten gucken, das weiß ich noch. Da nicht. So, das ist Ram. Konnte ich nochmal nach hinten gucken? Da. Wow. Okay. Ah, es sind schon Leute da unterwegs, die zu stellen. Das finde ich gut. Was ist denn hier los? Die sind nicht auf... Hä? Die sind nicht auf der Jagd nach mir. Und trotzdem ist es ein bisschen mysteriös irgendwie. Naja. So, rein da. I think I'll keep this. Und raus da. Ah. Schon wieder welche von den Typen. Wow. Was macht die Polizei da? Spring nicht von der Brücke. Tu's nicht. Jetzt werden die schon wieder. Guck mal hier. Seit wann sind hier so viele Aufpasser? Wow, das ist neu. Also, ich sehe es zumindest als neu an. Warum sind hier auf einmal so viele? Überall rote Punkte. Was habe ich denn hier verpasst? Merkwürdig. Ja. Wir gehen aber nach oben. Fertig. Here you go. Oh, Jimmy, what took you so long? Thanks. No problem. Oh, man, I can't believe this. My first time with a team. Oh, man, this is gonna be great. Hey, Jimmy, what are you doing here? Nothing. What are you doing here? Ah, well, it's a little awkward, but since you've been such a good friend to me, Ms. Phillips, she's asked me, me, of all people, she, can you believe? She's asked me on a date. Wait, she asked you? I think you're mistaken. What? Yeah, I mean, I think there's been some sort of mistake. You sure you haven't been hitting the bottle again? No. I mean, yes, I am sure. Well, okay then. Hitting the bottle. Lionel, you came. You look great. So do you, Deirdre. Thank you. Wait, what? Jimmy, what are you still doing here? What do you mean? This boy is an angel. He's been magnificent. Uh-huh. And he is so cute. Cute. Nice. Come on, Lionel. Let's go. Bye, Jimmy. Jimmy, you should get back to school. Wait, Miss Phillips. Ah, oh, man. Ich weiß aber nicht, was es mit dem Typen auf sich hat. Ich hab da einfach nur... da war, um mir zu zeigen, dass da Gegner warten. Ich hab keine Ahnung. Egal, wir machen einfach weiter. Whatever, wir beschäftigen uns einfach nicht weiter damit. Rutschen. Es ist so sinnlos, dieses Rutschen. Weil man schneller runtergelaufen ist, als da runterrutscht. Aber naja. So, die Aufgabe war hier hinten irgendwo. Ich muss immer noch diese Köchenaufgaben machen. Ich habe die immer noch nicht gemacht. Und ich hab sie immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich den Müll bekomme, aber mir schreibt da keiner in den Comments. Oder hat... nee. Ich meine nicht. Mir hat keiner in den Comments geschrieben, wie ich das hinkriege. Library, Sturm der Festung.
I may be a loser, but at least I've got loser friends to hang out with. Whatever. We wouldn't let you into our gang, Pete, because you're weird. Weird? Look at you. You've got a weak bladder. Hey, Algy, I need some help. I've got a plan to take over those jock scum. Hey, Jimmy. Hey, so what do you say, Algy? Us help you? Yeah, think of everything I've done for you since I got here. You? You're like a bouncer. We're a bit above helping people like you. I mean, get real, duh. Pee stain. Now you need my help. Forget it. Damn! Well, you know what you gotta do now, don't you? What, beg? No, get to Ernest. He runs that clique with a rod of iron. You get him on your side, and you got the rest of them meeting out of the palm of your hand. How? By joining the trigonometry club? No, that would never work. You gotta show him who's boss. You might be onto something. See you later. Hey, wait, Jimmy! Can I come for once? Kann es sein, dass er der Boss ist? Das ist jetzt eine ganz abstruse Theorie, ich weiß. Aber der ist so scheinheilig, der Typ. Das war gar nicht meine Absicht. Ich habe gerade irgendwie missklickt, ganz ehrlich, Leute. Ich wollte eigentlich... Das wollte ich gar nicht. Forget it, Hopkins. You're not getting in without the key code. Okay, it's 1138. Fail? Also irgendwie leichter als gedacht. You're in my domain now, Jimmy. Prepare to suffer. Alter, die schießt alle Raketen davon auf mich. Was hab ich denn hier verpasst? Wer ist denn dieser Typ? Ich hab... Kenn ich ihn überhaupt? Aua! Fuck it up hier! Alter! Was zur Hölle? Wo ist die Kohle her? Kurz warten. Das Ding da oben. Okay. Schnapp dir die Kartoffelkanone. Okay. Ja, holen wir uns die Kartoffelkanone. Okay, anscheinend müssen wir doch alle erst killen irgendwie. Well, that was entertaining. Ja, ich geb dir gleich entertaining, oder?